Freunde, willkommen zurück zur Sturmwald-Mission mit Suishomaru und meiner Wenigkeit. Das fand ich ganz passend auf das Lied. Es ist doch weiter. Es ging schon weiter. Egal, Freunde, willkommen zurück. Danke fürs wieder Einschalten. Und jetzt ist meine Zeit gekommen. Wir haben übrigens immer noch Sommer. Marcel, erklär mal, mach mal was dagegen. Was hältst du vom heutigen Tag temperaturmäßig? Das war gut. Das halte ich davon. Ich will mich am besten hinlegen, meinen Kopf reiben, schwitzen. Aber wenn du deinen Kopf reibst, dann erzeugst du ja Reibung an deinem Schädel. Das ist doch auch nicht wirklich so das Wahre, oder? Ey, die Affen sind überall behaart. Die müssen auch so schwitzen. Aber die haben ja hier schon... Nein, ich bin... Wie er mir ans Knie geschossen hat. Obwohl du Knieschützer hast oder so eine Sportdinger. Also Stulpen oder so fürs Knie halt. Irgendwie, keine Ahnung. Knieschoner. Mann, wo bist du denn? Ich will dich in den Typen gegenwerfen. Ich bin hinter dem erst. Das ist schon richtig fies an dem Level. Das ist auch der schwerste Part im ganzen Spiel. Ich hab's geschafft. Stimmt's? Ja! Oh, du weißt, so. Die obere Kiste musst du aufmachen. Nein, das war nicht richtig. Das war gut. Ach so, du willst... Ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Doch, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Das war bestimmt... Nee, das war irgendwie trotzdem nicht so ganz sinnvoll, glaube ich. Okay, warte, wo ist der Wind? Wo ist der Wind? Was ist Diddy Kong auch für ein Schwächling? Warum kann er nicht einfach mit der Kugel sich an dem Ding da festhalten? Nein, er benutzt ja seinen Schwanz, um sich ranzuhalten, ne? Ja, das kann doch jeder. Warum, wo ist denn der Wind? Warum ist denn... Komm jetzt andere Richtung. Das sieht er vorne. Was? Wo ist denn der Wind? Warum kommt der noch nicht? Der ist da gescriptet, der geht da auf jeden Fall immer an die Gegenseite. Die Kugel können wir nicht mitnehmen. Das sah auf jeden Fall cool aus gerade. Ich will doch die Kugel haben. Wo ist die Kugel? Ich wollte gerade sagen, du könntest mich mal was versuchen lassen, aber jetzt ist sie natürlich weg. Die Kugel ist weg. Ich hab verkackt. Voll verarscht. Mann! In den Tod gerannt. Ich hab's nicht anders verdient. Das glaube ich nicht, dass du das verdient hast. Du bist doch nett, Marcel. Achso, das ist gut. Hier ist gut voll einfach. Obwohl, man muss warten, muss, okay. Oh, nicht noch so ein Typ! Oh, Alter! Wollte doch versuchen, mich zu ducken. Das klappt. Ich habe dieses Opfer natürlich gebracht, damit wir die Kugel einsammeln können. Ja, und ich mal wieder meine große Bühnenshow hab. Spring! Spring! Yeah! Spring, Marcel! Jetzt nach rechts springen! Okay, nehmen, werfen. Aber nicht nach rechts. Okay, spring. Nein, warte, nicht. Nein, werfen, springen. Okay. Ich kann den. Wie soll ich das denn machen? Wirf mich. Ich werf dich von hinten. Nein, sorry, nein, ich will, nein! Warte, ich mach dir das jetzt. Das wollte ich machen! Und jetzt! Nein, nicht so! Oh. Ey, das kann nicht wahr sein, ey. Verdrückt man sich einmal mit dem Knopf. So, nee, halt, warte mal. Das war übrigens doof, glaube ich, oder? Warte mal, Moment mal! Wir brauchen den Typen, aber ich hab einen Plan. Warte, nein, tu's nicht! Ich schmeiß dich jetzt weg! Welche Kiste ist jetzt die richtige? Die hier. Warum? Was hast du für einen Plan? Oh, guck mal, die legt jetzt wieder nach oben. Achso, halt, Moment, wo liegt die? Okay, ist die, so. Mach die auf, links, bei dem Typen am besten. Wieder. Ah, die kriegen wir doch nicht mehr rüber! Doch, das kriegen wir. Weil du deine oben trägst, oder was? Ich könnte es mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, ob es mit dir auch klappt, also ich könnte es mir gut vorstellen, aber warte mal. Und zwar, wir müssen nur aufpassen, dass die Kugel nicht aus dem Bild scrollt. Na, das wird ja total leicht. Also nicht zu weit aus dem Bild scrollt. Und jetzt wirf mich hoch! Ach stimmt, warte, hast recht. Trap! Aha! Ja, wie scheiße, Mann! So! Jetzt muss ich bloß ganz hier schickt! Oh, ich will da rechts. So, bleibt der Wind so? Komm schon! Na, jetzt ist falsch. Jetzt. Oh, nee, siehst du, hätte aufgehört, siehst du? Okay, jetzt schaffst du. Ja. Opa! Yeah! Wow. Okay, warten. Und stopp! Yay! Yeah. Cool, sehr gut. Danke, das war wirklich toll von mir. Ja, das war großartig gelöst, lieber Marcel. Sterne sammeln! Gab es eigentlich Spitznamen, die du an dir, also die Leute dir gegeben haben, die du überhaupt nicht mochtest? Wie, du meinst jetzt wie Stinkstiefel oder Zockersucht? Ja, also jetzt abgesehen von denen. Ich meine so generell so diese typischen, ich weiß nicht, ich finde die Schulzeit ist so die Zeit im Leben, wo man die Spitznamen kriegt, die man nie wieder sein Leben lang hört, aber die auch irgendwie nur in der Schulzeit zu tragen kommen und die man auch nicht mag. Ja, das ist schon wahr. Wie haben sie mich damals genannt? Oh, das wäre schön gewesen. Aber nein, sie wollten mich ärgern und haben mich Gandorf genannt. Oh. Echt? So, aufpassen. Hui!
Was soll ich denn sagen? Ich wurde mal Zelda genannt. Ja. Ey, was? Wieso hat er losgelassen? Aber ich war auch die schönste Prinzessin der Klasse. Wieso hat er losgelassen? Wir haben alle Bonusfässer übrigens. Das ist schon mal gut. Aber warum sagst du nichts, Marcel? Ich habe gerade so eine schöne Geschichte erzählt und du ignorierst es einfach, als wäre es dir vollkommen egal. Du meinst, du wolltest gerade eine Vorlage legen, dass ich wieder richtig schön runtermache? Wie aber, immer quasi. Du hast ja quasi nichts anderes in deinem Leben. Aber nein, wir sind doch voll. Das steht auch in seinem Terminkalender drin. Da steht drin, jeden Morgen 8.30 Uhr Sui anrufen und ihn beleidigen. Erstmal eine schöne SMS schreiben, wenn du wach wirst, so von wegen, Sui, dein Tag fängt gut an. Aber nicht, wenn du in den Spiegel guckst und so, was stehst du? Doch! Das war zu viel. Zeit, Sui, du nennst mich doch Chris, meistens. Ja, aber ich nenne dich eigentlich auch ganz anders, wenn wir jetzt gerade nicht so miteinander quatschen. Aber das ist ja egal. Das stimmt. Dann nennt er mich zum Beispiel Süßer. Oder Herzi. Nein, oder Leute. Schnuffel, Puffel. Ey, hast du mein Tagebuch gelesen? Oder was? Ja. Nein, natürlich nichts würde ich nicht tun. Aber deine neuen Gardinen, die du vorzukaufen, sind echt nice. So, warum hat er jetzt losgelassen? Das finde ich scheiße. So, ich drück. Du darfst dich nach unten dabei drücken. Vielleicht mach hast du dich nach unten gedrückt. Mach ich doch gar nicht. Vielleicht nur versehentlich. Komm, ich verarsche ihn jetzt. Wenn du das unten machst, du schaffst das, Marcel. Vielleicht. Nicht. Der Wind geht ja nur in eine Richtung. Ich glaube, ich musste wieder nach links. Nee, das geht gar nicht. Tu es nicht. Ich tu es nicht. Tu es nicht. Geh oben lang. Ja, geh oben lang, ja. Okay. Ja. Bams! Aber hol mich irgendwie. Ja doch, geht. Nice, guck mal. Ach, wieder zurück? Ja, okay. Oh, Dadabar! Hi, und Shredden! Wow! Wieso machst du sowas? Das darf einfach nicht. Ich wollte dein Bart bezahlen. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja wirklich beeindruckt, wie sehr sie dich für meinen Bart einsetzt, aber... Alter, darf doch nicht wahr sein! Aber Marcel, merk es dir. Ich hab nichts davon, wenn du stirbst dann. Dann bringt mir der schönste Bart nichts. Ach man, ich könnte heulen. Aber ich mach's nicht. Wow! Krass. Da. Wow! Ach, den brauche ich doch gar nicht. Hätte jetzt bloß mal gefehlt. Alter Schwede. So. Ja, er macht es wieder. So einfach macht das sich's. So, spring rüber. Da. Hopp. Zack. Ah, hast du das gesehen? Ich möchte mit 3. Yes. Wow. Ach, das war der Spaß. Ich kann es nicht fassen. Wir stellen uns heute aber beide nicht so an. Das liegt an der Hitze. Das ist das Wetter. Schwül und stickig. Ich ersticke ja fast an meiner eigenen Luft, hätte ich noch was gesagt. Aber nee, hätte ich mal Luft, weißt du, habe ich ja nicht mal. Mir läuft der Schweiß in die Augen. Ich kann nichts sehen, Leute. Ist total, also... Mir läuft der Schweiß in die Lunge, weil meine Speiseröhre schwitzt. Heute ist das Spielen gar nicht einfach, Leute. Ja, ihr müsst uns... Meine Speiseröhre schwitzt, wohl eher meine Luftröhre schwitzt. Aber das ist egal, das hat bestimmt niemand gehört. Suis Luftröhre schwitzt, ist ja eklig. Ihr müsst doch nur so lange warten, ey. Weil die erst jetzt richtig fliegt. Du brauchst es mir nicht zu sagen. Ich bin cool genug, um es zu wissen. Oh, du hast verschissen. Nein. Besten Gewissens. Höp, ich lebe doch noch. Jetzt kommt der alte Kumpel hier wieder. Unser Kumpel! Kumpel! Oh, Seilchenspringen, Kugelspringen. Das wird auch immer Seilchenspringen Extreme. Okay, ha, warte, einfach nach rechts drücken. Volle Power, genau. Wow! Oh mein Gott. Whee! Wow. Oh! Der alte Sack. War da noch irgendwas? Hey! Stimmt nicht. Nö. Nö. Guck mal, die wollen uns... Oh, da war doch was! Ich muss das machen. Das tut mir jetzt aber leid. Du willst es machen? Ja. Nee, wir warten jetzt erst... Ich bin abgegangen, hast du das gesehen? Wir warten. Nein, ich komm da nur hoch. Wir warten jetzt erstmal ab, was die Zuschauer sagen. Wer das machen soll. Stopp! Ja, du musst mich erstmal da hochwerfen. Oh. Aber okay, dann mache ich das halt selber. Zack. Alles muss man selbst machen. Aber wie gemein, Leute. Seht ihr? Von wegen Fairplay. Ey, was soll das? Ja, du willst doch wieder. Oh. Spring. Wow, Marcel. Ich glaube, jetzt darfst du nicht volle Power nach rechts drücken. Und immer, wenn der Wind aufhört. Oh! Das habe ich doch gerade gesagt, Mann. Ich hab's gehört, Mann. So, wir brauchen alles. Wir brauchen Level nicht mehr machen. Raus. Geil. Babs. Hui.
Marcel, erzähl uns doch mal einen Schlag aus deinem Leben. Das fragst du immer. Du bist ja schon interessiert an meinem Leben, oder? Ja, natürlich. Kann man als Let's Player eigentlich eine Biografie rausbringen? So. Würde das jemand lesen? Also du ja anscheinend schon, aber... Ich auf jeden Fall. Die Biografie von dem Sui ausverkauft. Niemanden. Aber wir sind doch so ein Quatsch, ja? Warum sollten wir mit unserem zarten Alter eine Biografie schreiben? So ein Schwachsinn. Ja, ja, ich habe mit meinen 23 Jahren schon so viel erlebt. Muss ich jetzt erstmal 1000 Seiten drüber schreiben. Das haben die Ärzte ja sogar tatsächlich gemacht. Also sehr früh ihre Biografie veröffentlicht, oh Gott. Na toll, was ist das für ein Quatsch? Wow! Jetzt pass auf, der holt sich nicht das G. Nein, das tut so weh. Wow, was ist denn? Ja, siehst du, er macht wieder ganz schlau hier, weißt du? Er hat das Spiel eine Woche vor der Aufnahme durchgezockt. Ihr wisst ja alle wieder genau Bescheid. Eine Woche? Gestern. Wow! Und er holt sich die Bananas. Okay, das war doch gerade so knapp, aber ist mir egal, Mann. Boah, ich schwitze so, ey. Okay, Leute. Geh mal zur Oma, die hat noch was zu sagen. Stimmt. Die Kong-Schule. So, was lernen wir heute? Wenn ihr nicht Ruhl trifft, könnt ihr ihn fragen, ob er seine Hausaufgaben fertig hat. Das sagt die Oma. Wir saven einfach mal das Game. Boah, 62% sind das wir geil. Das ist schon echt gut. So, diesmal keine extra Wurst. Tschüss, Oma. Hau ab. Wenn ihr, falls ihr mich braucht. Wer braucht dich denn? Woher weiß, tot später. Woher weiß sie immer, in welchem Ort wir sind, dass sie immer denn gleich in der Schule denn ist? Vor allem guck mal, wo die Schule platziert ist, da mitten so in einem Horrorwald. Horror School of Horror. So, was ist jetzt hier? Papageienabsturz. Ja, das kommen wir, den kriegen wir den. Ich dachte mal früher, das wäre eine kranke Version von Squawks. Der hat aber auch tatsächlich irgendeinen Namen. Was, wie? Weiß ich jetzt gar nicht, was du meinst. Ich guck mal. Wir dürfen jetzt ein lila Papagei sein, der kann nicht fliegen, der kann nur landen. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Das mache ich. Kann ich irgendwas machen, Lene? Nee. Du kannst, glaube ich, fliegen, dann fliegst du ein bisschen langsamer, oder? Ah, tatsächlich. Dann lass ich das doch gleich so. Ein bisschen schneller. Ja, okay. Dann dam. Hat er gerade gekotzt? Was hat er gemacht? Ah, der kotzt immer, wenn er loslässt dann. Damit wir Bescheid wissen. Ich kotze auch immer, wenn ich loslasse. Immer. Weißt du, Marcel, gib mir die Gabel beim Frühstück, er lässt los und reiert erstmal den ganzen Frühstückstisch. Naja. Das war eklig, sag ich euch. Hey, Slalom, Baby! Slalom! Warum eigentlich, Marcel? Was hast du mit einem Problem mit dem Loslassen? Das klingt jetzt also sehr wörtlich. Also ich meinte jetzt sehr wörtlich. Lässt du nicht auch mal gerne einen los? Ey, ich klebe fest, kann ich nicht den Rucksack nehmen. Oh, nein! Was ist das denn? Das wollte ich nicht! Wie er mich eiskalt in die Biene wirft, mit voller Absicht. Ich wollte da hoch nicht mehr. Oder bist du? Ich höre dich. Ich höre dich. Das glaubt dir jeder. Da bist du ja wieder. Marcel, dafür möchte ich, dass du beim nächsten Mal eine Packung Gummibärchen ausgibst. Okay, was machst du denn für eine Gummibärchen-Sorte? Ach nee, keine Schleichwerbung hier. Okay, dann möchte ich einen Döner. Ey, was? Ich sterb immer für deinen Bart. Immer für meinen Bart. Was anderes kann er ja gar nicht wirklich, ne? Was würde ich mir eigentlich von dem Geld holen, was diese Münzen mir bringen? Ich glaube, das war fehlerhaft, was ich gerade gemacht habe. Oh, ja, das war definitiv falsch. Das war sowas von, also... Ich habe ein Bonuslevel verkackt, Marcel. Was tust du jetzt? Und fette Bananen verkackt. Ich verkacke alles, Marcel. Ich bin deiner nicht würdig. Aber cool, dass nochmal ein Bienenlevel kommt. Ja, ich glaube, das ist so aber nicht das Einzige. Was noch kommt, oder? Er hat schon wieder verkackt. Ist das nicht das letzte schon? Oder kommt noch eins? Meinst du? Ich weiß es nicht. Irgendwie, mein Urin sagt mir, da kommt noch eins. Wie gesagt, ich habe das Spiel zuletzt gespielt mit der Game Boy Advance Version. Das ist auch schon sehr lange her. Wann kam die denn raus? 2004? Die Game Boy Advance Version. Marcel. Ich hatte kein Super Nintendo. Ja, direkt, das gibt direkt ein Doppelt. Na, da war ich zu jung für. Ich war zu jung. Aber du bist älter als ich. Na und? Da musst du doch ranfliegen! Oh! Das kann nur wieder Sui machen. Ist natürlich total fair. Das kann ich nicht machen? Nee, das kann bestimmt auch du machen. Nee, ich werde da nicht drüber kommen. Oder vielleicht mit einem Sprung. Mit einem beherzten Jump. Mach sie alle down. Ah, unser echter Squawks. Vielleicht habe ich doch nicht verkackt. Vielleicht komme ich dann da einfach gleich wieder raus. Zu weit oben? Das wäre doch geil. Ich glaube zwar nicht dran, aber das wäre dumm. Nee, oder auch nicht. Hä? Was ist das denn?
Tricky! Boah, wie trick ist sie ja? Alter, 57, so eine Creme-Münzen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Da unten, PN. Ne? Well, oh, Creme! Bist du wahnsinnig? Na, ja, da waren wir doch. Na? Kannst du wohl. Hast gesehen, ohne Fliegen. Okay, okay. Wie er auch immer da besteht, sein Stolz, wie ihn sein Stolz ja dazu bringt. Und du bist so ein... Ich fasse es nicht. Nö, ich sammle dich... Lob. Nö, ich sammle dich jetzt nicht ein. Ja, doch für... Ein Lob. Wo warst du denn jetzt? Wo bist du? Mein Bart, was für mein Bart? Na, diesmal sterbe ich nicht für deinen Bart. Du wärst bestimmt nicht gestorben, das ist bestimmt geschafft. Wir vertrauen dir doch alle. So, ich mache jetzt hier ganz langsam. Mit geiler Musik wieder. Bis wann müssen wir eigentlich aufnehmen? Also dürfen wir eigentlich aufnehmen? Wir haben noch etwas Zeit. Boah, da hast du den Vogel fast sein Auge ausgestochen. Achtung, er lässt sich fallen. Was? Da komm mal mit. Vielleicht ist rechts ja ein Gang oder auch nicht. Da. Wir können mal gucken, ob da ein Gang ist. Wie er jetzt aggressiv wird. Was? Nichts mit ja genau, verdammte Scheiße. Ja, ich werd auch aggro, ich werd richtig ausführen, jetzt kommt schon wieder so ein scheiß Vieh, ey. Jetzt sterbe ich bestimmt wieder, der Code Level ist kurz vorm zu Ende sein, jetzt sterbe ich und du machst mir den ganzen Ruhm. Das war so klar, ey! Aber jetzt tust du wieder so, als hätte ich nichts gemacht in diesem Level. Oh, ich bin tot. Er hat nichts gemacht in diesem Level. Nichts. So, wir haben noch 4 Minuten. Schaffen wir. Das schaffen wir. Aber geilen Absturz, ich erlebe den übelsten Absturz gleich. Oh! Dieses Geräusch wohl. Das war knapp, mein Freund. Wagemutig wie ihr und je. Nein. Du bist wahrlich der Träger des Markfragmentes des Mutes. schon losgelassen. So eine Sau. Eigentlich habe ich dann das Fragment der Weisheit. Na, so wie du dich dabei mit Decay geoutet hast, anscheinend ja schon. Ich habe das Fragment der Weisheit. Was, lass mich denn fallen, du Sack? Oh Gott. Ich weiß nicht, frag ihn mal. Also nochmal, nah mit Nachdruck. Wie heißt er eigentlich, Squawks? Der kranke Squawks? Nennen wir ihn doch einfach... Na, dem ist schlecht, dem läuft lila an. Heißt nicht, dass ihm schlecht ist, ne? Nee. Ich dachte wirklich früher, dass ihm schlecht... Also ich habe wirklich das so für mich als kleines Kind ihn inszeniert. Gott, interpretiert, dankeschön, nicht inszeniert. Ja, das ist wieder einer dieser typischen Sätze. Früher dachte ich, weiß. Aber früher dachte ich wirklich, der wäre krank. Ja, krank, nicht schlecht. Schlecht ist ja eigentlich grün. Wenn einem grün ist, speiübel, dann ist er dann wird bei einem grün. Er ist krank. Er ist der kranke Papagei. Bitte spendet für ihn, Leute. Ja, wie für den kleinen Oliver damals. Ach ja. Kleinen Oliver? Ja, das ist so ein Stein aus Super Mario World, den man einsperrt und der dann nicht mehr raus kann, wenn man so einen Block aktiviert. Oh Mann. Komm, Marcel, sei mutig. Soll ich mutig sein? Sei der Mutigste. Okay, dann gestehe ich Dixie jetzt meine Liebe. Dixie, hör mich zu, hör mir an. Ja! Stopp! Okay, sie will nicht. Und da ist er geflohen. Guck mal, wie ihre Haare im Wind wehen. Ja, als ob der Vogel gerade irgendwelche Probleme hat. Das ist Heldenwind. Heldenwind ist das. Yay. Füße hoch. Was war das denn jetzt? Oh, schnapp ihn dir. Was ist das denn? Wie viele sind das aber? Die sind alle krank. Ja, die sind hier drinnen, Mann. Was soll die machen? Oder wir sind denen einfach zu schwer. Die sind nicht so stark wie Squawks. Aber irgendwie ist er doch glücklich, der Typ. Er grinst auf jeden Fall, wenn man das als Grinsen interpretieren darf. Ups. Oh. Schaffst du, schnapp ihn. Ach, der fliegt ja da durch. Oh, ich dachte, der umkreistet G. Mann. Mm. Ja, du hast es wieder gewusst, Mann. Hast mich nicht gewarnt. Natürlich habe ich das gewusst, Marcel. Du weißt doch, dass ich dich immer nur verarsche. Und wieder Level hier schön vorbei. Du gibst einfach das. Da war doch die DK-Mütze. War die wirklich? Hast du das so echt gesehen? War die wirklich da? Nee, aber das sind Bananen. Die haben wir sonst nirgendwo gesehen. Vielleicht ist sie wirklich da. Oh, wir haben hier nichts geholt, Marcel. Wir sind... Machen wir den Funky-Typen. Ja, genau. Und dann ist auch der Part zu Ende. Also Funky. Nein, nicht den. Ich meinte den anderen. Wie heißt der denn? Ach so, der Schwenky. Flunker-Typi. Schwenky. Yeah, mit meiner Schwenky brech ich aus guten Flug, Digga. Schwenky? Ach, der ist ja auch da. Schwenky, genau so ist der. Aber schaffen wir das auch in dem Part? Ja, komm. Na, du Typi. Heute ist wirklich ein Glückstag, Mann. Okay. Jogjaws. Heißt der Typ... Jogjaws? Lockjaws? Wie lautet der Name dieser Welt, Alter?
Düster Schlucht, ja. Okay, jetzt geht's weiter, Alter. Wie viele kleine Wespen bringt dich die große Wespe Ende dieser... Fünf. Gut, aber ich habe noch eine Frage. Wie heißt der coole Surf Kong, der... Hinkerul. Cranky, weißt du? Er kann doch nicht mal seinen Krückstock hochheben. Spukspiel. Surfen. Wie heißt der windige Wald-Level? Stummwald. Okay. Du hast total eingeleitet. Wie viele Wespen summen auf der Inselkarte um das Wespen... Zwei. Super scheiße. Okay, ich sag nichts mehr. Ich lass dich alles machen hier. Dann gehe mich jetzt schämen. So, Sturmwald. Da, endlich ist hier Ruhe. Es sind natürlich drei. So. Voll geraten. Wie lautet der Name der Gremlinginsel, auf der ihr euch gerade befindet? Stimmt, Kroko-Insel? Island. Eins von beiden. Ich sag nichts. Ja, endlich mal wieder ein Glück. Ein Rater. So, Gibbon Game. Welche dieser Levelnamen kommt nicht im Spiel vor? Kokonia. Ja, genau. Hey, das war ich richtig clever, Mann. Der nächste. Wie heißt dein Freund, der Schwertfisch? Na. Stachy, Siegfried. Ach, Siegfried. Ja. Orgengard heißt er, der Arsch. Der Gott. Okay, jetzt geht's weiter hier. Wie viele. Genau, Gott heißt der. Wie viele Globen befinden sich in den Regalen der Komsch. Achso, ein Globus. Einer, oder? Wer braucht denn zwei Globusse? Oder gibt's null? Ich tippe auf null. Oh. Der Part geht schon. Der Part geht viel zu lang schon. Also null. Ich sag null. Oh. Super scheiße wieder. Wie er immer grinst, der sackt die ganze Kohle ein. Sein ganzes Gesicht besteht nur aus Diamanten. Zwei dann. So. Okay. So, Freunde, ich bedanke mich. Ach man, wir bedanken uns. Oder bedankst du dich überhaupt, Sui? Bedankst du dich überhaupt? Nur jeden dritten Part. Freunde, das war's heute mit Donkey Kong Country 2. Mit Sui Schumacher und mir. Und im nächsten Part dann... Danke, wirst du sehen. Im nächsten Part dann kommt... Was? Nee. Da kommt, genau. Im nächsten Part kommt... Wald des Grauens. Tschüss, Mann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.